Und jetzt kommt ein Text, den habe ich mal für das Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Und der Redakteur sagte, sie bereiten ein Sonderheft vor und da sollen 4 Texte von 4 Autoren drin sein. Und der Witz soll sein, dass alle diese Texte die rot-blaue Luftmatratze heißen. Vorgegeben war nur, dass die Texte im Sommer spielen und dass eine rot-blaue Luftmatratze drin vorkommt. Und da dachte ich, naja, eine rot-blaue Luftmatratze kann man in jeden Text einbauen. Und schrieb dann dies. Die rot-blaue Luftmatratze. Irgendwo im Land gibt es eine Werbeagentur, die beschlossen hat, Wege zu gehen, die man nicht nachvollziehen kann. Die Firma, die das Parfum Vendetta herstellt, hat dieser Agentur einen Auftrag erteilt. Resultat ist der Werbespruch, wenn Liebe und Leidenschaft ins Unerträgliche wachsen. Ist das denn werbewirksam? Die Liebe ist doch eigentlich nur dann schön, wenn sie erträglich ist. Unerträglich wird sie in Fällen, in denen sie nicht erwidert wird. Aber welche Frau möchte denn nach aus Liebeskummer durchweinten Nächten riechen? Die Firma Butter Lindner scheint sich der Dienste der gleichen Agentur bedient zu haben. Seit einiger Zeit prangen in ihren Filialen an den Verkaufstheken Aufkleber folgenden Inhalts. Nichts ist schwieriger zurückzugewinnen als verloren gegangenes Vertrauen. Und auf den Milchkartons sieht man das Bild eines Saxophonspielers, unter dem steht: Jeder von uns steht manchmal vor Problemen, die unlösbar erscheinen. Möchte man denn gleich zum Frühstück daran erinnert werden? Richtig ist der Satz gewiss. Am eigenen Leib erfuhr ich es neulich. Ich öffnete die Haustür und vor mir stand, wie von einer unbekannten Macht dorthin projiziert, ein äußerst ungepflegter Mann. Hätte er noch 5 Zentimeter näher bei mir gestanden, wäre das einem Kuss gleichgekommen. Sein fauliges Mundwerk grunzte. Na, heute mal ohne Perücke? Da wusste ich absolut nicht, was ich machen sollte. Ich trage nämlich nie Perücken. Mein Haar ist so füllig und seidig, dass ich, wenn der verdammte Rest nicht wäre, zum König des Laufstegs taugte. Nach Schicksalssekunden des Haderns ging ich finsterblickend fort von dem Mann und vergaß ihn nicht den lieben Tag lang. Vielleicht hätte ich sagen sollen, was einst Herbert Wehner im Parlament einem Christdemokraten entgegenblökte. Sie sehen ungewaschen aus. Waschen Sie sich erstmal. Problem, die Menschen wissen heute gar nicht mehr, wie man sich wäscht. Bis vor 5 Jahren wusste ich es auch nicht, doch dann lernte ich Personen in der DDR kennen. Sie hausten in verfallenen Bauten aus der Kaiserzeit. Duschen und Wannen gab es darin nicht. Wie wascht ihr euch denn eigentlich? Fragte ich. Man erklärte mir es und ich will dieses Wissen im weiteren Verlauf dieses Aufsatzes ohne Scheu weitergeben, weil es wichtig ist. Duschen oder gar baden sollte man ohnehin nur vor Arzt besuchen, wenn man bei einer neuen Liebschaft antritt, vor kirchlichen Feiertagen oder einer militärischen Musterung. Wer es öfter tut, frönt dem Laster der Verschwendung und riskiert Erkrankungen der Haut. Was viele Hautärzte noch immer nicht wissen, beziehungsweise zwar wissen, aber dem Patienten nicht weitererzählen, ist dies. 50%, wenn nicht 70-75%, wahrscheinlich sogar 90%, in einigen Regionen sogar 95%, aller Hautkrankheiten haben ihre Ursache in der verweichlichten Unsitte des täglichen Badens oder Duschens. Es gibt zahlreiche Körperstellen, aus denen kaum jemals Sekrete quellen. Es gibt keinen Ellenbogenschmalz, der Rücken gibt keine Exkremente von sich und die Schweißabsonderung von Waden und Oberschenkeln ist normalerweise gering. Es ist daher absurd, diese Körperteile ständig einzuweichen und mit aromatisierten Schmierseifen zu behandeln. Was ist also zu tun? Hier mein Vorschlag. Es ist 6 oder 7 in der Früh, je nachdem, ob man ein fleißiges Bienchen ist oder ein fauler Sack. Abrupt beendet der Radiowecker die Schlafenszeit mit penetranten Rockschlagern oder dösigem Gebratsche, je nachdem, ob man ein verblödeter Konsument oder ein vertrocknetes Bürgerlein ist. Vergnügt entsteigt man dem Schlafanzug, denn Umweltengel schlafen nicht nackt.
weil man sonst die Bettwäsche zu häufig waschen muss. Im Badezimmer lacht einem die Badewanne frech entgegen. Man denkt aber, nein, nein, bis Weihnachten sind es noch 5 Monate. Das Vaterland ruft nicht und eine neue Liebe ist zwar laut Schlagersänger Jürgen Markus wie ein neues Leben, aber leider nicht in Sicht und außerdem habe ich ja noch mein altes Leben und das ist gut genug für einen wie mich. Daher werde ich nicht baden. Der Menschheit-Erfahrungsschatz lehrt, dass es lediglich 4 Körperstellen gibt, die einen Hang zu beschleunigtem Stinken haben. Hat man längere Zeit enge Schuhe getragen, erhöht sich die Anzahl auf 6. Nur diese Stellen muss man regelmäßig reinigen und damit auch Hinterwäldler wissen, was gemeint ist, möchte ich diese Stellen nun aufzählen. Achsel links, Achsel rechts, Fuß links, Fuß rechts und dann noch 2. Apropos noch 2. Ein Freund versuchte neulich, mich von den Vorteilen des Putenfleisches zu überzeugen. Er sagte, eine Pute hat 7 Sorten Fleisch. Helles, dunkles, saftiges, trockenes und noch 3. Ist das nicht süß? Mit meinen Ratschlägen zur sowohl öko- als auch dermatologisch sinnvollen Körperpflege möchte ich fortfahren, indem ich ein nützliches und preiswertes Requisit der drohenden Museumsreife entreiße. Waschlappen heißt das Gerät. Zuerst befeuchtet man die Achseln, schmiert etwas Seifenschaum rein und dann kommt der Waschlappen. Desgleichen verfährt man mit den Körperstellen, denen ich vorhin mit noch 2 die Vorzüge des Kreta-Ummantelung verlieh. Erst vorn, dann hinten. Das Ganze dauert 2 Minuten und man hat gerade 2 Liter Wasser verbraucht. Immer bedenke man, nur das Wasser, das die Ahnen nicht verduschen kann, die durstigen Kehlen der Enkel befeuchten. Diese Waschmethode, die vom Duschwahn Befallene als Katzenwäsche diffamieren, hat noch andere Vorteile. Man stelle sich mal 2 arme Arbeitslose vor. Der eine duscht und der andere ist mit dem Waschlappen zugange. Da klingelt das Telefon. Karl Lagerfeld ist am Apparat. Nein, nein, nicht der berühmte Modeschöpfer, den ich verehre, seit er in Wetten, dass einmal keine Miene verzog, als der neben ihm sitzende Otto Walkes Grimassen schneidend seinem Gewerbe nachging, sondern das einzige tat, was für einen Mann von Welt in dieser Situation möglich ist, nämlich wie versteinert da saß und wartete, bis es vorbei war. Nein, ein anderer halt, der zufällig auch Karl Lagerfeld heißt. Purer Zufall, kann er ja nichts für. Und dieser Mensch hat einen Posten im Aufsichtsrat einer Putenbrustfarm über. Wer kriegt den Job? Der Waschlappenmann. Er kann seine Toilette in Sekundenschnelle unterbrechen und zum Telefon jagen, bis der andere unter seiner rauschenden Dusche das Klingeln gehört, den Hahn abgestellt, fluchend, tropfend und unter dem Risiko des Ausrutschens zum Telefon gekommen und eine Pfütze auf der Auslegeware erzeugt hat, sind die Puten längst über alle Berge. Nun ist man korrekt gewaschen und es stellt sich die Frage, was zieht man an? Früher wurde diese Frage durch Standeszugehörigkeit und Konventionen eindeutig geregelt. In der heutigen, die freie Entfaltung des individuellen Willens bevorzugenden Zeit, sind Moderegeln allenfalls noch innerhalb kleinerer sozialer Verbände und Subkulturen bindend. Die Menschen sind vollkommen ratlos. Es gibt aber noch Leitsätze. Einen, der gerade für die jetzige Sommerzeit von Bedeutung ist, äußerte einmal Coco Chanel. Ich meine jetzt wirklich die berühmte Modezarin und nicht jemanden, der zufällig auch so heißt und den ich verehre, weil er mürrisch dreinsah, als neben ihm ein Komiker amtierte. Coco Chanel sagte, das Hässlichste an einer Frau sind ihre Kniekehlen. Dem pflichte ich bei, ergänze aber, bei Männern ist's genauso. Man muss daraus folgern, Miniröcke und Shorts sind reine Kinder- und Teenagerkleidung. Sicher, sicher, wir respektieren die neuseeländische Kultur, die es sogar Bankdirektoren gestattet, kurz behost zur Arbeit zu gehen. Eine andere Kultur glaubhaft respektieren kann aber nur der, der auch seine eigene akzeptiert und respektiert. Und unsere Kultur bedeutet lange Hose, Rocksaum handbreit unterm Knie. Denjenigen, die dagegen verstoßen, sollte man freilich nicht mit Strafen drohen.